Und zu Hause oder ja, zu Hause, Produktfotografie ist auch erlaubt. Aber mit dem Fotostudio ist es zur Sache, Geschäfte unter 400 Quadratmeter dürfen offen haben, wenn sie verkaufen. Fotostudios dürfen nicht offen haben. Im Geschäft muss man 20 Quadratmeter pro Kunde berechnen. Also es wird sich in einem Fotostudio auch mit Model ausgehen, ist aber derzeit nicht erlaubt. Bis Ende April, wie es dann weitergeht, weiß man nicht. Ich meine, das ist nicht ganz nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite sind viele Sachen halt jetzt gerade so, wie sie sind und das muss man akzeptieren und kann nur hoffen, dass das dann wieder besser wird. Dass, ja, dass dieses blöde Virus auch weggeht. Ja. Genau. Also, was in dem Zusammenhang interessant ist, dass man quasi, man darf jetzt Personen am privaten Grund fotografieren und man darf auch am Model fotografieren, aber man darf quasi jetzt private Personen nicht auf öffentlichen Grund fotografieren. Das dürfte mit der Ausgangssperre zu tun haben. Also, das ist schon ein bisschen kompliziert und verwirrend. Und interessanterweise, die Polizei ist so unterbeschäftigt, anscheinend sind auch die ganzen Gauner in Quarantäne. Ich habe ja die ganzen Geschichten aus den Medien verfolgt, wo sie irgendwelche Leute anzipft haben und die dann 500 € Strafe bezahlt haben. Also ich glaube, wir müssen schon vorsichtig sein, weil so vom Prinzip her wäre es ja kein Problem, blaue Stunde zu fotografieren oder in der Stadt unterwegs zu sein. Aber wie gesagt, immer vorsichtig und umsichtig und ich würde auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen. Wenn man allein ist und den Abstand einhält, ist das Genau. okay. Und in der Stadt, das geht schon, ja. Und Also mit dem gerüchteweise werden gerade die Teleobjektive jetzt an alle ausverkauft, weil man die Porträts nur von der Ferne machen darf. Ja, und wenn man ein Model hat, dann muss man halt mit dem zusammenleben. Weil sonst geht's nicht. Das muss im selben Aber Haushalt sein. sehr schön. Die MeToo-Debatte hat es jetzt auf null reduziert, weil die Fotografen müssen jetzt endlich einmal Abstand halten und hat immer alles zwei Seiten. Ja. Gibt es einmal von dem Auditorium Fragen zu dem, was der Klaus uns gesagt Hier eine hat? Frage, Klaus, wie oft erscheint ihr im Jahr? Wir erscheinen sechsmal im Jahr. Also die Webseite ist natürlich aktuell, aber das Heft selbst erscheint alle 2 Monate. Es gibt ab und zu also es gibt ein kleines Sonderheft, Reise und Fotografie heißt das, und eines, ein Einkaufsratgeber vor Weihnachten. Verschickt sie das auch oder muss man? Abonnieren. Lass mal Warte mal, zuerst jetzt den habe ich nicht Arne. verstanden. Du hast gefragt, ob man das auch verschicken, oder? Kann man es abonnieren? Ja, man kann es abonnieren. Das Abo kostet 25 € und das Heft selbst kostet 4,50 €. Wir werden morgen die Internetadresse bei uns im Rückblick auch nochmal posten auf der Webseite und sie ist auch im Newsletter drinnen. Ich habe am Freitag ein Newsletter ausgeschickt, wo ich auch die Kooperation bekannt gegeben habe und da ist auch der Link zum Fotoobjektiv. Also Fotoobjektiv zusammengeschrieben. .at, also birgt nicht sehr viel Fehlerpotenzial, dass man sie verschreiben könnte. Genau, es gibt halt keinen Bindestrich. Also 2 O's stoßen aneinander, Ja. Fotoobjektiv in einem Wort. Und im nächsten Heft zum Beispiel haben wir einen wirklich schönen Test über Fotobücher. Weil gerade jetzt, wenn man in der Quarantäne zu Hause sitzt, kann man ja mal Fotobücher machen, wenn man das will. Und da gibt es verschiedene Anbieter, wie ihr alle wisst. Und da haben wir einige getestet, österreichische Anbieter vor allem. Und ja, also das wird auch eine schöne Und Geschichte. ich sehe sogar den Autor sitzen da, den Robert. Herzlich willkommen. Ah, ist auch da. Ja, hallo, Sehr gut. servus. Hallo. Ja, vielleicht kannst du uns da mal in eins von den nächsten Sendungen auch ein bisschen was drüber erzählen, weil sicher auch interessant ist, viele von uns machen Fotobücher. Ja, gerne. Jederzeit. Hallo. Gut, habt ihr noch Fragen an den Klaus oder seid ihr alle? Also, ich hätte noch eine Frage, Klaus, wenn Sie jetzt sozusagen in die Zukunft denkt, man sagt, okay, wie entscheidet ihr, welche Geschichten ihr bringt in die nächsten Hefte oder auf welche Themen ihr euch fokussiert? Man sagt, die nächste Geschichte wird die ist. Wie entsteht das da bei euch? Genau, es gibt 3 Sachen. Also es gibt einerseits die Kameratests oder die Tests für Fotozubehör, also Objektive und so weiter, Blitzgeräte. Da nehmen wir immer das Neueste natürlich und hoffen, dass wir auch unsere Hände an die neuesten Testgeräte anlegen können, sozusagen, dass wir sie ausprobieren. Das ist das eine. Das nächste ist, dann gibt es Fotowettbewerbe. Zum Beispiel jetzt hat gerade Sony im World Photography Award die Shortlist präsentiert. Die präsentieren wir dann auch. Da zeigen wir die Bilder. Und dann gibt es natürlich gute Geschichten, so wie zum Beispiel im Test von Fotobüchern. Oder die sind ja nicht
jetzt so, dass man sagt, das muss genau jetzt sein. Das ist ja immer aktuell, aber irgendwann macht man es einmal. Und da schaut man, was gibt es für interessante Geschichten, ja, die die Leser interessiert. Und da bin ich dann auch immer froh, wenn natürlich auch ein Feedback kommt. Aber wir selber natürlich haben auch interessante Fragen an die Fotografie immer wieder. Und so entsteht es dann halt im Austausch untereinander, dass wir sagen, das und jenes wäre doch sehr interessant. Gut. Hat das die Frage beantwortet ungefähr? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir das eigentlich gut aufgearbeitet. Ich würde nämlich dann zum nächsten Punkt kommen und würde den Oliver bitten, fortzufahren. Oliver, du hast was vorbereitet heute zum Thema Weißabgleich, wenn ich das richtig im Programm habe. Ja, einen Moment, ich gebe nur meinen Monitor frei. Seht ihr meine Maus kreisen? Wir sehen deine Maus, ja. Ja, ausgezeichnet. Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe heute vor, dass ich mit euch einen kleinen Ausflug in die Physik starte und dass wir uns einmal ein bisschen genauer das Licht anschauen. Licht ist physikalisch gesehen eine elektromagnetische Strahlung, genauso wie das Radio oder die Röntgenstrahlen. Und welche Eigenschaften da fürs Licht für uns Fotografinnen oder Fotografen wichtig sind, das ist zum Beispiel mal die Intensität des Lichts. Und die Intensität des Lichts nimmt massive mit der Abstand zur Lichtquelle ab. Also das heißt, gehe ich zum Beispiel am Abend im Wald mit einer Taschenlampe mit meinem Kollegen spazieren und irgendwann einmal leuchte ich meinem Kollegen mit der Taschenlampe ins Gesicht, dann wird er die Augen ziemlich zukneifen und von dem Licht geblendet sein. Und wenn wir dann noch den nächsten Kollegen, der 10 Meter vor uns marschiert, anleuchten und der dreht sich um und schaut in die Taschenlampe, dann wird er halt da hinten, 10 Meter weiter hinten, einen schwachen Lichtpunkt feststellen, weil einfach die Intensität mit dem Abstand massiv abnimmt des Lichts. Wieso ist das jetzt für uns Fotografen und Fotografinnen relevant? Na ganz einfach, habe ich jetzt zum Beispiel einen Blitzlicht auf meiner Kamera, dann kann ich mit diesem Blitzlicht, und wenn es der stärkste Aufsteckblitz der Welt ist, nur den Vordergrund ausleuchten, weil halt dann noch 3-4 Meter die Intensität des Lichts massiv abnimmt. Und das ist sozusagen die erste physikalische Eigenschaft, wo ich sage, das ist für uns Fotografen ganz wichtig. Die nächste wichtige Geschichte, was für uns auch relevant ist, sind die Farben. Denn das weiße Licht, das wir, wenn wir tagtäglich im Freien unterwegs sind, wahrnehmen, besteht sozusagen aus den vielen Spektralfarben des Regenbogens und die Summe dieser bunten Lichtstrahlen ergibt halt dann dieses weiße Licht, das wir wahrnehmen. Und wenn wir ein weißes Blatt Papier draußen im Sonnenschein uns anschauen, ist das wunderschön weiß. Und wenn wir zum Beispiel ein weißes Blatt Papier zu Hause in der Stube bei Glühbirnenlicht, wo halt sozusagen die Glühbirne eher ein gelbes Licht absondert, weil halt dieses blaue Spektrum im Licht fehlt, na dann wird halt dieses weiße Blatt Papier zart gelb und umgekehrt, dieses weiße Blatt Papier ist dann zum Zeitpunkt der blauen Stunde zum Beispiel, weil da ist halt der Himmel so massiv blau, halt etwas bläulich. Da haben sich halt die Physiker vor vielen, vielen Jahren Gedanken drüber gemacht und haben halt gesagt, na gut, wir messen die Farbe des Lichtes in Kelvin und definieren halt, dass das Glühbirnenlicht halt eher das warme Licht ist von der Temperatur her und alles, was dann so ins Bläuliche geht, dann halt 8000 Kelvin zum Beispiel Farbtemperatur. Und wir brauchen uns im Prinzip jetzt für unsere Fotografie nur ganz grob merken, das Glühbirnenlicht hat so ungefähr 3000 Kelvin Farbtemperatur, unser Blitzlicht oder die Sonne, dieses weiße neutrale Licht, circa 5500 Kelvin Farbtemperatur und ein bewölkter Himmel, circa 7000 Kelvin Farbtemperatur. Und weil sich halt
dieses Licht permanent ändert. Also von Stunde zu Stunde, wenn man draußen im Freien unterwegs ist, verändert sich die Farbtemperatur. Das heißt, am Morgen ist das Licht eher rötlich, also hat ca. 3000 Kelvin. Dann scheint die Sonne, dann wird es so ca. 5000 Kelvin haben. Dann kommt einmal kurz eine Wolke, dann wird es wieder kühler. Also pausenlos verändert sich das Licht und trotzdem, wir Menschen nehmen ein Blatt Papier, obwohl es dann immer unterschiedlich bestrahlt wird, immer als weißes Blatt Papier wahr, weil wir sozusagen in unserem Gehirn eine Automatikfunktion verbaut haben. Und diese Automatikfunktion korrigiert somit dieses Licht und wir nehmen, egal ob wir jetzt bei eher gelbem Licht Farben betrachten oder bei blauer Lichtstimmung Farben betrachten, wir nehmen durch diese Automatik, die sozusagen in unserem Gehirn verbaut ist, die Farben immer korrekt wahr. Und auch die Kamerahersteller haben sozusagen eine Automatikfunktion verbaut, dass trotz dieser permanent wechselnden Farbtemperaturen über den Tag verteilt, wir trotzdem neutrale Bilder fotografieren können, wenn wir sozusagen diese Automatikfunktion nutzen. Ja, also einfaches Beispiel, ich möchte ein Candlelight-Dinner fotografieren, habe jetzt meine Kamera im Automatikmodus, also diese Farbfunktion ist sozusagen im Automatikmodus geschalten, dann wird da ein relativ neutrales Bild entstehen. Habe ich aber jetzt sozusagen die Idee, dass dieses Bild viel mehr wärmer, gelber, romantischer, stimmungsvoller entstehen sollte, naja, dann sollte ich halt raus aus dieser Automatikfunktion und die Kamera sozusagen manuell von den Farben her einstellen. Also das heißt, ich muss jetzt sozusagen zwei Einstellungen treffen. Die erste Einstellung, das haben wir ja schon letztes Mal diskutiert, das ist die Belichtung. Wer letztes Mal dabei war, mit was steuert man die Belichtung? Kurz einmal eine Frage an die Runde. Also die Belichtung, das haben wir letztes Mal besprochen, die steuert man mit der Blende und mit der Zeit und mit diesen zwei Parametern entscheidet man, wie lange und wie intensiv der Sensor sozusagen dem Licht exponiert wird. Mit der ISO, die ISO kommt erst nach der Belichtung ins Spiel, das heißt, habe ich jetzt bei meiner Kamera die ISO höher gestellt, wird dieses fertig belichtete Bild einfach höher im Prozessor der Kamera, also von der Farbe her oder von der Lichtstimmung heller gerechnet. Das ist im Prinzip genauso, wie wenn ich jetzt sozusagen ein dunkles Bild im RAW-Converter mit dem Belichtungsregler heller ziehe. Die zweite Funktion, die ich jetzt manuell einstellen kann, ist sozusagen die Farben oder in der Kamera sagt man auch den Weißabgleich. Und da gibt es also diese zwei Einstellungen, wo ich sage, entweder ich habe die Kamera im automatischen Weißabgleich, wo ich dann automatisch immer neutrale Farben bekomme, oder ich nutze diesen Weißabgleich im manuellen Modus. Und dann kann ich natürlich zwei Strategien ja überlegen. Die eine Strategie, ich nenne es jetzt einmal, das ist das Neutralisieren. Das heißt, habe ich jetzt Tageslicht mit 5500 Kelvin und ich stelle sozusagen manuell die Kamera auf 5500 Kelvin ein und habe ein neutrales Weiß. Und das weiße Papier ist auch am Bild weiß zu sehen. Und umgekehrt habe ich bewölkten Himmel, ca. 7000 Kelvin, und ich stelle meine Kamera auch auf 7000 Kelvin ein, dann habe ich dort wieder das weiße Papier schön weiß fotografiert. Naja, diese Funktion ist ja durch den automatischen Weißabgleich eh abgedeckt, aber umgekehrt, wie schon vorher angesprochen ist, möchte ich zum Beispiel noch mehr Stimmung in ein romantisches Bild bringen oder möchte ich in ein Action-Sportbild intensivere Farben bringen, dann nutze ich sozusagen den manuellen Weißabgleich und mache zum Beispiel Folgendes. Also ich habe jetzt im Freien draußen 5000 Kelvin Farbtemperatur.
wähle jetzt zum Beispiel einen wärmeren Farbabgleich mit 3500 Kelvin, dann wird dieses Bild deutlich kühler. Also das heißt, ist jetzt sozusagen meine kreative Idee, ich möchte jetzt draußen im Freien bei Sonnenlicht etwas bläulich und kühl fotografieren, ja, dann stelle ich halt diesen Farbabgleich oder Weißabgleich auf 3500 Kelvin und ich bekomme sozusagen ein deutlich bläuliches Bild. Und umgekehrt stelle ich den Weißabgleich auf 7000 Kelvin, dann wird halt mein Bild wunderschön gelblich und romantisch. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass ich sage, ich kann da mit dem Weißabgleich ein bisschen kreativ werden. Und dann ist jetzt die Möglichkeit, dass ich sage, okay, das ist jetzt eine Lichtstimmung, okay, ich habe da Glühbirnen und Kerzenlicht, 3000 Kelvin, ich stelle die Kamera im Weißabgleich auf 5000 Kelvin und dann kriege ich halt dieses wunderschöne romantische Gelb ins Bild und kann dann halt noch mehr diese Stimmung transportieren. Also wenn man sich jetzt dieses Bild anschaut, sagt man richtig, na die zwei, die sind wirklich verliebt, schon alleine von der Farbstimmung. Und wenn ich jetzt dann noch ganz kreativ werden möchte, jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Also ich habe jetzt Sonnenschein draußen mit 5500 Kelvin. Ich habe sozusagen in meinem Rucksack ein Blitzgerät, das, wenn ich es blitze, auch mit 5500 Kelvin Farbtemperatur Licht abstrahlt. Jetzt gebe ich vor diesem Blitz eine orangene Folie und transformiere dieses weiße Licht, dieses Blitzlicht, in ein oranges mit einer Farbtemperatur von 3500 Kelvin. Das ist ja nur noch nachvollziehbar. Also ich mache aus meinem weißen Blitzlicht mit oranger Folie ein orangenes Blitzlicht. Wenn ich jetzt aber meine Kamera im Weißabgleich auch auf 3500 Kelvin einstelle, dann habe ich sozusagen dieses orange Licht von meinem Blitzlicht neutralisiert, 3500, und alles, was ich sozusagen im Vordergrund mit diesem orangenen Blitz anleuchte, bleibt weiterhin von den Farben neutral und das Papier, das im Vordergrund liegt, wird auch wunderschön weiß in der Kamera dargestellt, obwohl ich es mit einem orangenen Blitz angeblitzt habe. Aber jetzt kommt die Frage, was passiert denn mit dem Licht im Hintergrund, dieses Tageslicht? Es wird blau. Das wird jetzt wunderschön blau. Also das heißt, sehr gut, Wolfgang, Dankeschön. Also das heißt, es gibt Leute im Auditorium, die folgen dem ganzen Vortrag sehr aufmerksam. Das heißt, der Hintergrund, dieses Sonnenlicht wird jetzt bläulich. Und jetzt habe ich hier einen Vergleich. Das heißt, hier das Bild, wo ich sage, da war keine Folie auf dem Blitz und der Weißabgleich war auf 5500 Kelvin eingestellt. Das seht ihr, die Hauttöne der Dame sind neutral und der Hintergrund ist neutral. Hier war jetzt die gelbe Folie auf dem Blitz, der Weißabgleich der Kamera war auf 3200 Kelvin eingestellt und plötzlich ist der Hintergrund so wunderschön blau. Man braucht gar kein Photoshop dazu. Ja, Oliver, das wollte ich jetzt gerade sagen, dass die sicher einen Photoshop gemacht, wie ich die kenne. Na, das ist so gemacht, liebe Leute. Also das heißt, das ist ja gerade meine Motivation. Das heißt, natürlich kann man nachträglich viel mit Photoshop machen, aber warum soll ich mich eine Stunde hinsetzen und das ganz mühsam da blau machen, wenn ich das auch mit einem Blitz und einer einfachen grünen Folie erledigen kann? Da hätte ich noch ein paar so prinzipielle Fragen, Oliver. Was? Also das finde ich jetzt ja, das finde ich ja sehr gut, wenn man das auch nur in der einen Art und Weise machen kann. Aber ich glaube, man muss einmal zwischen RAW und JPEG unterscheiden. Wenn ich jetzt auf der Kamera sozusagen den Weißabgleich so drehe, dass das Foto wärmer wird, weil im RAW kann ich ja sowieso anpassen und im JPEG habe ich halt dann wirklich die Möglichkeit, sozusagen mein Bild so zu trimmen, wie ich es halt gerne hätte. War das deine Idee dahinter? Naja, die Idee dahinter ist die, natürlich kann ich im RAW-Konverter, im RAW-Fotografier die Farbtemperatur ändern, aber dann ändere ich ja die Farbtemperatur vom gesamten Bild. Das heißt, nein, Oliver, ich rede von der Folie Nummer 30.
dass das nur so funktioniert, ist mir schon klar. Aber gerne mal die Ach so, ja, ja, natürlich. Naja, das ist ja nur der didaktische Einstieg in die Thematik gewesen, damit ich sage, wir kommen dann hin und können das sozusagen logisch im Vortrag dann aufschlüsseln. Ist jetzt die Frage verstanden? Ja, ich habe es sowieso verstanden, aber ich wollte jetzt ein bisschen provozieren. Ah, okay. Ja, und das Zweite noch, Oliver, bitte. Ja. Was jetzt, was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, wenn ich jetzt ein Foto zum Beispiel unterbelichte, dann ändert sich natürlich auch die Farben. Weil sagen wir, wir sind Skifahren am Nachmittag und es ist schon Schatten. Und dann kommt nämlich oft Folgendes zum Tragen, dass sozusagen durch das viele Weiß wird der Belichtungsmesser getäuscht. Das heißt, das Foto wird sowieso schon mal vielleicht mal Blende dunkler und dann natürlich kippen auch die Farben. Und ich glaube, das wäre auch ganz wichtig zu berücksichtigen. Das ist für uns vielleicht selbstverständlich, aber ich glaube, dass da viele Fotografen einfach immer noch ein Problem haben, weil der Weißabgleich manchmal halt auch kippt, weil halt sozusagen auch die Belichtung nicht passt. Ja, ja, geh mit dir konform. Das Entscheidende oder meine Botschaft ist halt die, die Automatikfunktion, also der automatische Weißabgleich liefert heute hochwertige Ergebnisse. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt nur mit einem Blitz, einer orangenen Folie ein bisschen kreativ sein, so zum Beispiel wie da, dann habe ich halt, egal welches Licht ich sozusagen am Tag im Hintergrund habe, habe ich immer im Rucksack meine blaue Stunde mit. Und ich kann halt zu jeder Stunde am Tag im Prinzip so ein Foto produzieren, indem ich halt verstanden habe, auf der einen Seite, wie ich den Weißabgleich in der Kamera manipulieren kann und auf der anderen Seite, welches Licht halt da am Tag halt da ist. Und das ist eigentlich jetzt die Botschaft, dass ich sage, seid nicht nur kreativ mit den unterschiedlichen Belichtungseinstellungen, also scharfer Hintergrund, unscharfer Hintergrund oder Bewegungsunschärfe oder keine Bewegung, sondern werdet auch in Zukunft kreativ mit dem Weißabgleich. Und das ist halt die Botschaft von meinem Vortrag heute. Gibt es jetzt von eurer Seite soweit Fragen? Ja, ich möchte was dazu sagen zum Oliver seinen Vorträgen. Er hat einmal einen Vortrag von vor längerer Zeit gemacht mit einem Bild, das hat geheißen die Leseratte. Das wäre ein sehr gutes Beispiel, das vielleicht noch einmal zu bringen. Okay, ich schreibe mir das auf. Franz, danke schön. Also das werden wir in die nächsten Fotocafés irgendwann einmal zeigen, die Leseratte. Ja. Also im Prinzip von den Farben her das gleiche System, aber halt dann nachher in der Postproduktion. Und was meiner Meinung nach ganz wichtig ist, und das hat Oliver super auf den Punkt gebracht. Ich möchte aber jetzt weggehen von der geblitzten Aufnahme mit den verschiedenen Farbtemperaturen, sondern ich möchte jetzt wirklich runterbrechen auf den Weißabgleich, auf die Basisebene. Wenn ich halt JPEGs fotografiere, dann muss ich halt extrem genau arbeiten und schauen, dass der Weißabgleich passt. Und solange die Sonne Lichtquelle ist, ist ja das Ganze halb so schlimm. Wenn ich aber vielleicht eine Neonröhre habe oder ich habe vielleicht Glühlampen, da muss ich eben aufpassen und über die Live-View-Funktion kann ich das ja auch dann in der Voransicht mir schon anschauen. Was auch interessant ist, die gute alte Neonröhre ist ja quasi nicht mehr vorhanden, es sind also sehr viele LEDs und die Lichtqualität ist prinzipiell eh besser, weil man muss natürlich trotzdem aufpassen. Kann aber mit uns über den Weißabgleich diskutieren, gibt es keine Einwände, Anmerkungen? Und das ist alles für euch vollkommen klar. Also meine Botschaft, ich wiederhole das jetzt noch einmal, also man kann sich bewusst einmal spielen mit dem Weißabgleich und sagen, okay, ich bin jetzt bei Tageslicht unterwegs, wie schaut das Bild aus, wenn ich es fotografiere und es ist halt einmal ein bisschen bläulicher, es ist halt eine Stimmung, wo ich sage, da kann man Angst in ein Bild projizieren oder Entfernung, Kälte, Kühle oder umgekehrt, ich mache halt ein Bild bewusst gelb. Also wenn ich Kinder fotografiere, dann unterstütze ich da diese Stimmung und kann die halt bewusst lieblicher, romantischer oder gelber machen, die Bilder. Also das heißt, spielt es nicht nur mit Blende und Belichtungszeit, sondern spielt es auch einmal mit dem Regler, mit Weißabgleich. Und jetzt in Sachen Ausgangsbeschränkung ist das die ideale Zeit.
Gut. Wenn ich mir das so anschaue, dann gibt es keine Fragen. Versuchwert. Dann würde ich hier jetzt ein bisschen was über die Blaue Stunde Location in Wien gern präsentieren. Vielleicht vorab, die Blaue Stunde, also das ist nicht wirklich eine Stunde. Und die Blaue Stunde ist ja, glaube ich, mein großes Steckenpferd und ich werde da in der Fotoschule intern auch immer wieder aufgezogen damit. Aber es geht immer um diese besondere Färbung des Himmels nach Sonnenuntergang und es gibt eigene Apps dazu. Da gibt es zum Beispiel von der ZAMAG, also von der Zentralanstalt für Meteorologie, kann man im Internet nachschauen. Es gibt den Sun Surveyor, das werde ich auch posten bei uns auf der Webseite. Das heißt, da gibt es einfach Apps, wo man nachschauen kann, wann die blaue Stunde beginnt. Und in St. Petersburg zum Beispiel zur Zeit der Weißen Nächte, wo es ja nur dämmerig wird, habe ich eben sehr lange blaue Stunde. Dann habe ich zum Beispiel am Nordkap, also wenn im Winter dauert die blaue Stunde mehrere Stunden, also weil es nie richtig hell wird, das heißt, so ein Übergang, mal ganz kurz, wo es dämmerig wird und im Sommer dauert es entsprechend lange. Das heißt, am besten in der App nachschauen und dann sieht man sozusagen, wie lange die blaue Stunde dauert. Jetzt werde ich einmal ein paar Fotos dazu zeigen, weil das ist immer das Interessanteste dran. Genau. Und so die erste Location, die ich euch zeigen möchte, ist in Wien das Rathaus, jetzt vom Volksgarten aus fotografiert. Da muss man nur aufpassen, das Rathaus ist sehr oft verbaut. Das heißt, da ist dann zum Beispiel irgendein Markt davor, da ist der Christkindlmarkt, wobei Christkindlmarkt ist auch sehr schön in der blauen Stunde zu fotografieren, das Rathaus. Das heißt, das ist eine Location, wo man immer vorher mal kurz hinschauen muss, was ist gerade vorher aufgebaut. Und ansonsten kann man es natürlich vom Volksgarten sehr gut fotografieren. Dann hat man den ganzen Vordergrund weg, der da manchmal störend ist. Dann, wenn man vom Volksgarten in die andere Richtung geht, ist natürlich die Hofburg auch so ein schönes Motiv. Und wenn auch manchmal der Himmel nicht richtig blau ist, lasst euch von dem nicht entmutigen. Also es ist oft so schwer vorauszusehen, wie die Stimmung wird. Natürlich ist ein schöner, klarer Himmel besser, aber auch wenn es einmal regnet oder die Sonne nur durchkommt bei einzelnen Wolken, mal auf alle Fälle schauen und probieren, dahin zu gehen. In der Nähe ist auch das Burgtheater, das ist jetzt hier schon am Ende der blauen Stunde. Das heißt, wenn dann der Himmel schwarz wird, dann sozusagen geht die blaue Stunde zu Ende. Das beginnt die Nachtaufnahme. Das kann auch sehr reizend sein. Aber ich bin eher so der Fan der blauen Stunde. Karl, Entschuldigung, was hast du denn da für Belichtungszeiten? Das kann ich gleich sagen. Da wäre eine Belichtungszeit von 0,4 Sekunden. Nämlich, wenn die Belichtungszeit so lange wird, dann würde man die Autos vorne überhaupt nicht mehr sehen. Was eine sehr, sehr schöne Location ist, ist der Donaukanal. Und zwar, da bin ich sehr oft bei der Urania. Und von der Urania kann man dann sozusagen flussaufwärts gehen oder flussabwärts. Das sind beide Möglichkeiten gegeben. Und es gibt sehr schön beleuchtete Häuser. Die Farben der Häuser und natürlich auch die Brücken. Also einige der Brücken sind rot-blau beleuchtet und diese Kombination von verschiedenen Lichtquellen macht natürlich auch die Stimmung aus. An dem Abend war es sozusagen bewölkt, es war der Himmel so leicht gräulich gefärbt, aber in Kombination mit dem Kunstlicht natürlich ist es schon besonders. Und wichtig ist auch, dass es einen hohen Anteil an Kunstlicht gibt, denn dann habe ich den Kontrast zwischen Blau und Gelb und das macht die Fotos natürlich besonders interessant. Das ist dann quasi die Rückseite, die Urania, die auch immer sehr, sehr interessant ist. Und ich war sicher schon 10, 15 Mal bei der Urania. Und jedes Mal, wenn ich dort war, war subjektiv gesehen eine sehr schöne Lichtstimmung. Aber es hat dann zwei oder dreimal Gegebenheiten
gegeben, die waren einfach ganz, ganz besonders. Das heißt, wenn man oft auf eine Location geht, wird man dann mit einer besonderen Lichtstimmung belohnt. Riesenrad ist natürlich der Klassiker, also das kann ich euch auch empfehlen. Und vielleicht einmal, und wie gesagt, die Färbung vom Himmel ist immer ganz, ganz interessant. Ich bin einmal im Büro weggefahren bei strömendem Regen zu einer blauen Stunde und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was habe ich mir da angetan, warum habe ich es nicht abgesagt? Aber meine Wetter-App, da gibt es eine norwegische Wetter-App, die heißt YR, die hat gesagt, um 17 Uhr hört es in Prater auf zu regnen. Und ich habe mir gedacht, okay, auf das lasse ich es drauf ankommen. Und dann tatsächlich hat es, also es, der Regen endete. Das waren einfach unglaubliche Lichtstimmungen. Also das heißt, manchmal muss man ein bisschen pokern und dann kriegt man wirklich richtig tolles Licht. Man kann natürlich einmal ein Hochformatbild probieren, man kann näher rangehen. Das heißt, da kann man alle Möglichkeiten der Bildgestaltung natürlich einsetzen und auch verschiedenste Plätze. Also ich bin immer auf der Suche, man entdeckt dann auch interessanterweise immer wieder was Neues. Die Bundesgärten haben sie auch wieder aufgesperrt. Jetzt die Gloriette ist eine super Location. Und bei der Gloriette zum Beispiel kann man oben auch tolle Porträts machen. Da hat man, also kann man den Hintergrund sehr schön freistellen, weil es steil bergab geht. Und natürlich kann man auch noch schön Brunnen runtergehen und von vorne fotografieren. Also das ist auch eine tolle Geschichte. Das Problem ist, also oben die Gloriette plus unten Schönbrunn geht es ja an einem Abend nicht aus, weil einfach der Weg zu lange ist. Und so dieser richtig schöne Zeitpunkt sind vielleicht 10 Minuten, wo ich dann wirklich das optimale Licht habe. Eine der schönsten Locations in Wien ist der Karlsplatz. Und zwar jetzt dann Juni, Juli, August. Man beginnt dann beim Karlsplatz mit Sonnenuntergang. Man hat dann eine Spiegelung und hat dann dieses irrsinnig schöne, warme Abendlicht. Und dann muss man natürlich noch warten, bis die blaue Stunde beginnt. Und kann dann weitergehen zur Oper. Und die Oper ist einer der schönsten Plätze meiner Meinung nach in Wien. Da gibt es auf der einen Seite mal, das vis-à-vis von der Oper ist quasi der Abgang zur U-Bahn. Da kann man sich hinstellen, genau an die Ecke. Und in dem Fall werde ich vielleicht einmal kurz die Belichtungszeit sagen. Das ist eine Belichtungszeit von 1,6 Sekunden. Aus dem Grund habe ich diese schöne Lichtspur. Und eine Belichtungszeit von 6 Sekunden. Dann habe ich die Autos, sagen, die fahren, sind nicht mehr sichtbar. Ich sehe quasi nur mehr die Fahrzeuge, die stehen. Also wenn ich so eine lange Belichtungszeit verwende, dann kann ich die Autos entsprechend ausblenden. Wollte ich hier die Autos sehen, müsste ich eine halbe Sekunde verwenden. Ich habe hier noch ein 8 mm Fischaugenobjektiv gehabt. Aus dem Grund ist das auch schon so ein bisschen verzerrt. Dann das ist hier mit 2 Sekunden aufgenommen, wo man die Menschen noch ganz gut sieht. Also auch hier Leute mit einzubeziehen, ist manchmal eine Idee. Und im Hintergrund, die 2 Menschen, die da stehen, sozusagen, die haben sich quasi nicht bewegt, aus dem Grund sind die da sichtbar. Ich bin dann runtergegangen auf die andere Seite. Man sieht, hier sind wir schon am Ende der blauen Stunde. Und dieses rote Auto im Vordergrund war natürlich der absolute Hingucker. Also man muss dann auch schauen, was befindet sich vor dem Motiv der blauen Stunde. Also das ist auch interessant. Und dieses rote Auto natürlich gibt dem Ganzen auch noch einmal einen besonderen Pep. Und wenn man dann hier weitergeht, kommt man zur Albertina. Und die Albertina ist auch dann sozusagen der letzte Punkt. Also das schafft man meistens nur als Nachtaufnahme des Fotos ein bisschen früher entstanden. Und da war an dem Tag strömender Regen. Also mal kurz ist es aufgegangen und die Reiterstatue rechts wird dann auch noch mit einem Blitz aufgehellt. Und das wäre dann sozusagen noch die letzten Sekunden der blauen Stunde übergehend in die Nacht. Und das ist sozusagen hier die Trinity. Das heißt, man kann die Karlskirche machen, Sonnenuntergang, dann macht man blaue Stunde Oper und bekommt dann auch noch die Albertina, vielleicht blaue Stunde oder schon Nachtaufnahme. Das ist das Krankenhaus Nord in Floridsdorf. Da haben wir vorher gesagt, einen Kurs gehabt, das war eine schöne Location. Da muss man fragen, aber ist an und für sich auch zugänglich. Natürlich in Corona-Zeiten kann man momentan nicht hinein.
der Leopoldsberg in Wien ist auch eine super Geschichte. Da bin ich öfters oben bei Vollmond, wo man einen sehr schönen Ausblick hat. Und in dem Fall hat man natürlich dann noch einen blauen Himmel plus Vollmond. Also eine Kombination, die natürlich das Herz des Fotografen höher schlagen lässt. Und von oben kann man natürlich auch dann mit einer längeren Brennweite fotografieren und sie einzelne Bauwerke in Wien rausnehmen. Die ÖMTC-Zentrale im dritten Bezirk ist also ein absolutes Muss für jeden Architekturfotografen. Und das Bild ist eine HDR-Aufnahme, die in der Kamera entstanden ist. Das habe ich mit der EOS R gemacht. Das heißt, da gibt es so eine Einstellung natürlich. Ihr müsst einfach bei euch im Handbuch einmal nachschauen, welche Art der HDR ihr hier machen könnt. Und das Foto ist sozusagen, kommt fertig aus der Kamera, ist nicht mehr bearbeitet. Also wenn man sagt, okay, man möchte es einmal probieren. Und diese HDR-Funktion ist in manchen Fällen schon sehr, sehr sinnvoll. Das wäre jetzt mal das Foto sozusagen in der realistischen Variante. Beim ÖMDC ist auch interessant, das ist privat gerund, man darf aber dort hin und man darf auch Fotos machen. In Österreich gibt es ja die Panoramafreiheit, wo man quasi von der Straße auch Gebäude fotografieren darf, die auf Privatgrund stehen. Die HDR-Funktion funktioniert bei mir aber nur in der JPEG-Einstellung. Genau, und so, da macht man es dann so, man macht sozusagen RAW-Files. Achso, und zwar, das ist bei der 6D, geht es nur in der JPEG-Einstellung, gell? Aber ja. Helmut? Ja, genau. Genau, aber zum Beispiel bei der 5D Mark IV oder bei der EOS R, ich denke auch bei der 90D, auch bei vielen, bei der Olympus zum Beispiel, geht es auch im RAW, bei der Nikon sicher auch. Wenn ich es bei Canon zum Beispiel im RAW mache, dann macht die Kamera 3 RAW-Bilder und berechnet ein JPEG. Und wenn ich aber ein JPEG mache, sozusagen, kann ich wählen, ob die Quellbilder behalten werden sollen oder nicht. Und ich mache es immer so, dass ich quasi 3 RAW-Bilder mache. Ich kann die später auch noch einmal im Lightroom oder im Photoshop bearbeiten, wenn ich das möchte. Kalle? Bitte? Robin? In Lightroom wird es aber besser als in der 5D Mark III. Das ist Geschmackssache und man kann natürlich probieren. Man hat natürlich dann am Computer mehr Möglichkeiten, das zu gestalten. Das ist überhaupt keine Frage. Und was vielleicht bei den blauen Stundenbildern auch wichtig ist, nicht überbelichten. Und ich mache oft auch 2 Aufnahmen, wo ich quasi die Lichter extra belichte und dann noch eine Variante dunkler mache und die wir dann einfach im Photoshop zusammenmontiere. Weil das Problem der ausgebrannten Lichter natürlich ist, wenn der Kontrastumfang sehr groß ist, schon gegeben. Da muss man einfach aufpassen. Das ist sozusagen eines meiner absoluten Lieblingsbilder, das ihr kennt, die Schemmelbrücke in Nussdorf. So, ich habe da jetzt gerade noch jemand hereingelassen, drum. Genau, jetzt geht nochmal auf groß. Die Schemmelbrücke in Nussdorf, die ich eh schon oft ans Herz gelegt habe und die euch nur empfehlen kann. Das wäre jetzt auch das letzte blaue Stundenbild, das ich euch gerne zeigen möchte. Und wenn ihr jetzt Ideen in Wien habt, es gibt natürlich noch viele, viele mehr, könnt ihr gerne einmal uns eine Mail schicken oder vielleicht einmal uns mitteilen. Und ich bin dann natürlich laufend auf der Suche. Es gibt so viele, aber das sind sozusagen die bekanntesten, die alle zugänglich sind. Und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr noch nie blaue Stunde fotografiert habt, ich verwende meistens den AV-Modus oder A-Modus, das heißt, ich wähle die Blende vor, ich stelle die ISO auf einen fixen Wert, weiß obgleich, kann ich sogar auf Automatik lassen oder auf ca. 5000 Kelvin und ansonsten erfordert es keine besonderen Einstellungen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Nur einfach einmal ausprobieren, das wäre meine Empfehlung. Ein Statist brauchst du halt da. Selbstverständlich, also ihr kennt ja eh meine Methode, nimmst du ein Stativ, geht nichts mehr schief. Stativ bringt die Fotografie auf die nächste Stufe. Das heißt, wenn ich ein Stativ verwende, natürlich kann ich so viele Schwierigkeiten umschiffen. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man fotografiert jetzt mit Bildstabilisator aus der Hand, mit höheren ISO-Werten. Aber natürlich, wenn ich jetzt mit 100 oder 200 ISO fotografieren kann und
auch von der Bildgestaltung her, wenn ich ein Stativ habe, kann ich natürlich mein Motiv in Ruhe komponieren, ich habe die Hände frei, ich habe dann vielleicht noch die Kamera-App oder habe einen Fernauslöser, sei es jetzt drahtgebunden oder einen Funkauslöser. Also das ist natürlich, was die Fotos dann noch viel, viel besser macht. Karl, eine Frage zur ISO. Ja. Stellst du immer auf 100 oder gibt es einen Grund, höhere ISO einzustellen bei Stativaufnahmen? Eigentlich nicht. Und zwar der einzige, jetzt für die Nerds unter euch. Bei den Canon Vollformatkameras geht man in 160er Schritten vor. Das heißt, man nimmt 160, 320 und so weiter. Diese ganzen Low-ISO-Werte, also zum Beispiel 50 oder was quasi unter dem Minimum, der bei vielen bei 100 ist, würde ich nicht nehmen, das ist wieder Interpolation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt ein Foto machen mit Blende 11 und bei 200 ISO und ich komme dann drauf, ich habe eine Belichtungszeit von 15 Sekunden und ich möchte aber aus gestalterischen Gründen eine niedrigere, damit die Autos sichtbar sind, das wäre für mich ein Grund, die ISO zu erhöhen. Oder wenn ich zum Beispiel, wenn es sehr windig ist und ich habe vielleicht nicht so viel Vertrauen in mein Stativ, aber ansonsten würde ich mit 100, 160, 200 ISO fotografieren, das wäre meine Empfehlung. Gut, dann würde ich einmal, wenn es hier soweit keine Fragen gibt, würde ich einmal jetzt an den Oliver übergeben und dich einmal bitten, Oliver, zeig uns einmal das Beispiel heute der Photoshop-Challenge. Ja, ich gebe den Bildschirm frei. So, setz ihr meine Maus kreisen? Ja. Ja, sehr gut. Ja, also wie jedes Mal am Ende von Fotocafé gibt es immer die Photoshop Challenge. Das heißt, ihr könnt uns vorab Bilder schicken. Wir suchen dann ein Bild aus und ich bearbeite das Bild und zeige dann Schritt für Schritt, was ich sozusagen an dem Bild gestaltet habe. Das Bild haben wir bekommen von Robert. Ist der Robert heute da? Ja, bin da. Okay, sehr gut. Ja, also, und der Robert hat es im Prinzip so gemacht, wie es in der klassischen Werbefotografie abläuft. Also das heißt, es wird ein Bild produziert, dann sagt sozusagen der Kunde, gibt Feedback zum Bild und dann geht sozusagen der Retoucher in die Postproduktion und setzt sozusagen die Kundenwünsche um. Und der Robert hat geschrieben, die Störer sollen weg. Also Störer, das sind so kleine Elemente irgendwo, wo man sagt, das stört uns. Dann möchte er sozusagen den grauslichen Hintergrund da hinten weg, hat er uns mitgeteilt. Und er möchte da einen schönen Übergang. Dann ist das ein Reflex im Auge, der stört ihn. Das Rauschen im Bild soll reduziert werden. Und das Tier sollte im Prinzip kontrastreicher zum Hintergrund dargestellt werden. Da im Prinzip haben wir jetzt die Situation, das ist sozusagen ein Tier, das ist die Tarnfarbe und genau deswegen sitzt das Tier da, dass man es ja fast nicht wahrnimmt. Also das waren sozusagen die Wünsche. Ich mache mir dann da immer so eine Checkliste, das heißt, ich lege mir da eine leere Ebene an und zeichne mir sozusagen das alles im Bild an, damit ich dann, wenn ich Punkt für Punkt alles umsetze, nachher immer noch kontrollieren kann, ah, das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt. Ja gut, jetzt bei diesem Bild, ich mache es ein bisschen größer, haben wir jetzt sozusagen das Problem, dass jetzt, wenn ich sage, ich möchte jetzt diesen Hintergrund, der da sehr massiv im Bild da ist, ersetzen durch diesen Bild im Vordergrund. Naja, dadurch, dass ich da halt so wenig Raum habe und dass da ein massiver Schärfeverlauf ist, ist das jetzt da sehr schwierig, weil ich halt einfach so wenig Bildinformation habe. Jetzt war meine Entscheidung, dass ich sage, ich stelle diese Heuschrecke frei, löse sie sozusagen vom Hintergrund und ziehe dann sozusagen einen neuen Hintergrund ein in das Bild, weil dann habe ich im Prinzip diese vielen Probleme, also die Störer, den Himmel und da, das, was
halt alles entfernt habe, mit einem Schlag erledigt. Naja, da geht man halt ein bisschen ins Internet und schaut, ob man da so irgendwas findet. Und ich habe dann dieses Bild von diesem Baum entdeckt. Man dachte, okay, das passt ungefähr. Ich muss halt nur noch horizontal spiegeln, weil ja das jetzt der Baum verglichen zur Heuschrecke andersrum ist. Naja, dann schauen wir uns jetzt einmal an den Hintergrund, was ich gemacht habe. Okay, jetzt ist der Hintergrund da gespiegelt. Das heißt, und da werde ich jetzt wieder die freigestellte Heuschrecke platzieren. Da habe ich sozusagen eine Maske gemacht. Also die schaut dann so aus. Das heißt, diese Maske zeigt mir dann nur mehr an, was von der Heuschrecke zu sehen ist und das restliche Teil im Bild nicht. Und weil halt da so ein Unschärfeverlauf ist, muss man halt auch bei der Maske sauber arbeiten. Dort, wo die Schärfe sitzt, ist die Maske halt messerscharf. Und dort, wo das Bild halt unscharf wird, muss auch die Maske weich werden. Weil das schaut ja komisch aus, wenn ich da eine scharfe Kante habe, aber im Hintergrund ist alles butterweich. So, gut, dann blende ich jetzt einmal das Bild ein. Also das ist jetzt schon die freigestellte Heuschrecke. Dann muss man natürlich das ziemlich anpassen. Ich schalte mal da die einzelnen Ebenen aus, dass ihr das seht, was ich da alles gemacht habe. Also das ist jetzt nochmal die RAW-Konvertierung. Da habe ich sozusagen die Heuschrecke, das kann ich euch auch zeigen am RAW-Konverter, nur ein bisschen wärmer gemacht. Ich habe den Kontrast erhöht. Ich habe da die Dynamik und die Sättigung, die Struktur reingemacht. Ich stelle kurz einmal den RAW-Konverter auf wieder Standard. Schaut jetzt auf die Heuschrecke, das sind nur den Unterschied. Also das war die finale RAW-Konvertierung und sowas im RAW. Also ihr seht es eh, also sehr zart, und ich habe halt dann diese Strukturen und Farben mit der RAW-Konvertierung herausgearbeitet. Naja, jetzt fällt es ja noch auf, dass das jetzt im Prinzip mit dem Papier ausgeschnitten ist und einfach da draufgelegt ist auf dieses Foto. Naja, dann haben wir jetzt geschaut, einmal den Augenreflex weg, weil das wollte ja der Robert. Dann das Licht von der Heuschrecke ein bisschen angepasst zum Hintergrund. Ja, dann da noch mehr Kontrast aufs Auge. Und dann war es ja schon. Also jetzt passt es einmal von der Lichtstimmung zu diesem Baum. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Schatten von der Heuschrecke, weil ich muss ja, das Licht kommt von da, das hat er mit Blitzlicht fotografiert und jetzt ist ja noch kein Schatten und den muss man halt dann auch noch einbauen. Dann habe ich halt da noch ein bisschen einen Look dazu gebaut. Ich schalte mal da die Ebenen noch aus, also das schaut jetzt so aus. Hier ist jetzt, kommt der Schatten dazu, da ist der Schatten. Also jetzt sitzt plötzlich die Heuschrecke am Baum und dann halt habe ich noch ein bisschen eine kleine Anpassung da rechts oben gemacht, das war mir noch zu hell, dann noch ein bisschen ein zusätzliches Licht und dann war das Bild fertig. Robert, bist du zufrieden? Ja, super, toll, toll. Ja, also ihr seht natürlich, wenn man sozusagen dieses Know-how in der Postproduktion besitzt, kann man auch Bilder, wo man sagt, ich habe jetzt da diese Heuschrecke geschafft zu fotografieren, nur leider ist halt die nähere Umgebung halt nicht so schön, dann ist das halt eine super Variante in der Postproduktion, dass man sagt, man macht trotzdem noch ein Werk daraus. Ja, ich habe aber für heute noch ein Bild vorbereitet und zwar habe ich das auch noch ausgesucht. Das habe ich vom Frank bekommen. Ja. Du hast den linken vorderen Haxen vergessen. Ist das Absicht? Schau her, da ist das Original. Wo werden Haxen vergessen? Da bei dem Kopf geht direkt der Haxen weg. Ah, ja, genau, Oliver. Ja, siehst du, sehr gut. Ja, habe ich vergessen. Haben wir die aufdeckt. Ja. Aber, liebe Leute, das ist ja kein Problem. Schaut her. Danke für diesen. Ich meine, das war Absicht. Ja, darum ist es immer gut, wenn man noch jemand drüber schaut. Ich habe ja eine Maske, dadurch arbeite ich ja total non-destruktiv. Also ich brauche jetzt nur da auf der Maske. So, es ist ja gleich erledigt, liebe Leute. Schaut. Ich brauche nur da auf der Maske 100% einmalen und schon ist der Furz drinnen.
Und das ist das Schöne, wenn man sich Photoshop-Dateien aufbaut, die komplett non-destruktiv sind. Also das heißt, in dem Fall sagt der Kunde, Achtung, das möchte ich auch noch geändert haben. Und dadurch, jetzt ist das in der Maske drinnen, so habe ich da alles wieder, schalte mal wieder hin. Und der Fuß ist schon da. Siehst du, so schnell geht das, Leute. Ist der Martin jetzt auch zufrieden? Selbst natürlich. Also, mein Tipp, schaut her, mein Tipp an euch, also wenn ihr solche Sachen macht, versucht das mit einer Maske freizustellen, weil dann ist man natürlich total flexibel. Und das war jetzt ein super Beispiel, um das gleich vorzuzeigen, warum das Arbeiten mit Masken da so sinnvoll ist. Ja, gibt es zu dem Bild jetzt noch eine Frage, weil sonst gehe ich auf das nächste Bild. Ich glaube, Oliver, was ja nicht bekannt war, dass sozusagen jetzt, das war ja das Suchbildrätsel, oder? Es befindet sich ein Fehler im Bild. Ah, ja, genau. Ja, das habe ich nicht wahrgenommen. Ihr seht, wie gut diese Heuschrecke da wirklich getarnt ist. Okay, so, gut, dann gehen wir zum nächsten Bild. Das habe ich von Franz erhalten. Vielen Dank an dieser Stelle. Und zwar möchte ich euch das Thema Hilfsebenen vorstellen. Hilfsebenen, das sind Ebenen, die richtet man sich ein, um nicht das Bild zu bearbeiten, sondern zum Beispiel, um besser irgendwas im Bild zu erkennen oder gewissen Werkzeugen von Photoshop die Arbeit zu erleichtern. Also ich blende jetzt nur diese Textebene aus. Also wir haben da diesen wunderschönen Löwenzahn vor total unscharfem Hintergrund. Seht ihr jetzt im Bild irgendetwas, was man noch optimieren könnte? Weil fotografiert ist ja sehr sauber. Irgendwie ein Fleck rechts. Ja, also man sieht hier einen Sensorfleck, man sieht hier ein Haar, das war auf der Linse vorne drauf und man sieht hier noch einen Sensorfleck. Ja, okay, gut, na, das macht man ja wieder non-destruktiv. Ich nehme mir eine leere Ebene, nehmen wir mal da das den Bereichsreparaturpinsel, das ist ein Werkzeug. Wenn ich da zum Beispiel jetzt diesen Punkt einfach da anmale, okay, muss man nur den Standardpinsel wieder einstellen. Moment. So. Na, komm her, der Pinsel. Na, passt eh? Gut. Da, na, also das ist jetzt der Sensorfleck ist jetzt weg. Dann habe ich noch da einen Sensorfleck. Jawohl. Und dann habe ich noch da ein Haar und das macht man auch mit diesem Bereichsreparaturpinsel und die Geschichte ist entfernt. So, jetzt ist das Bild fertig und ich kann in den Druck gehen, oder? Seid ihr damit einverstanden? Ja, okay. Aber das Problem, das man hat, ist, dadurch, dass der Druck oft einen etwas anderen Farbraum darstellt, werden Fehler im Bild plötzlich im Druck sichtbar, die man am Bildschirm gar nicht wahrgenommen hat. Und das ist jetzt das große Problem. Ich habe das bearbeitet und sehe das nicht und dann gehe ich in Druck, lasse das irrsinnig groß ausdrucken und plötzlich sehe ich noch Fehler, die vorher am Bildschirm nicht sichtbar waren. Und da zeige ich euch jetzt eine Hilfsebene, die nennt man die Solarkurve. Da legt man sich einfach eine Gradationskurve an und mache dann Folgendes. Ich erhöhe ein bisschen den Schwarzpunkt, ich senke ein bisschen den Weißpunkt und dann mache ich so ein lustiges Kunstwerk draus. Na, komm her. So. Gut. Als zweite Vorbereitung lege ich mir darunter noch eine Gradationskurve. Gut. Seht ihr jetzt, schaut ihr, ich schalte jetzt nochmal da die Solarkurve ein und aus. Seht ihr jetzt plötzlich Fehler im Bild? Ja, da sehe ich noch einen, da sehe ich noch einen, da sehe ich noch einen. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel diese Gradationskurve bediene, auf einmal finde ich da eine Einstellung, da sehe ich ja noch ein paar Sensorflecken, da. Die hätte man vielleicht bei so einem unscharfen Hintergrund gesehen. Na gut, dann gehe ich wieder da auf meine Hilfsebene, nimm jetzt den Kopierstempel mit Ebenenmodus normal, mach da jetzt, das passt alles, na,
So, ich mache es nur ein bisschen kleiner, die Größe. Ungefähr so. Deckkraft ca. 50%. Und jetzt kann ich diese da noch ganz dezent wegnehmen. Jawohl, da auch noch weg. Da habe ich noch einen Schimmer. Sieht man das in der Bildschirmaufzeichnung auch, dass man da noch Probleme hat im Bild? Ja, sieht man. So, und wenn ich jetzt diese Solarkurve ausschalte, jetzt ist das Bild wirklich clean und ich kann sozusagen in den Druck gehen. Jetzt ist das da, diese Solarkurve, jedes Mal sich zu bauen, sehr mühsam. Ich kann aber zum Beispiel hier in den Vorgaben jetzt sagen, bitte speichern wir das benutzerdefiniert ab. Und das ist jetzt da, sind das jetzt da meine Vorlagen, die ich mir abgespeichert habe. Und jetzt lösche ich das nochmal da, diese Solarkurve. Und wenn ich sage, jetzt möchte ich mir die Solarkurve nochmal anschauen, naja, dann gehe ich einfach da Gradationskurve, gehe da in meine Vorgaben, sage Solarkurve, ich habe die Kurve und kann da schon wieder arbeiten. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte, weil ich sage, da kann ich dann noch wirklich Fehler im Bild entdecken, weil ich sage, ja, und dann wird das Bild beim Druck wirklich sauber. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das interessiert euch, also ihr wollt tiefer in die Materie einsteigen, zum Beispiel, wie man sagt, wie man mit Ebenen und Masken arbeitet oder wie man zum Beispiel von einem Bild, das so ausschaut, dass man sagt, man macht dann halt aus einer Insekte plus einem Hintergrund ein neues Bild. Wir haben diese kommende Woche halt die Photoshop-Woche. Da gibt es sozusagen dreimal das Programm und das schaut diesmal so aus, diese Woche. Am Montag starten wir gleich mit dem Freistellen-Webinar. Also das heißt, da lernen wir, wie wir solche Heuschrecken sozusagen vom Hintergrund lösen und in ein neues Bild hineinziehen. Und am Mittwoch haben wir dann dieses Bildmontagen-Webinar, wo wir dann sozusagen lernen, wie man dann freigestellte Objekt dann in einen neuen Hintergrund hineinzieht und dann noch Schatten dazu baut, dass sich das dann schön verbindet. Und am Samstag ist dann das Arbeiten mit Ebenen und Masken. Und wenn man sagt, man gibt sie die Woche Photoshop, dann seid ihr gerüstet für eure zukünftigen Photoshop-Bilder. Anmeldung zu diesen Webinaren findet ihr wieder auf der Homepage von der Wiener Fotoschule. Gibt es jetzt zu diesen Bildern noch eine Frage? Sonst gehen wir wieder zurück zum Karl. Danke, dann kannst du den Monitor einmal. Jetzt möchte ich nämlich mein Bildschirm nochmal freigeben. Und zwar, unsere neue Rubrik ist jetzt Lightroom Insight. Und ich möchte euch jetzt mal das eine oder andere noch zeigen. Und mir ist das eine interessante Funktion aufgefallen. Ich kann ja jetzt zum Beispiel Ordner mit als Favoriten markieren und ich kann sie auch mit Farbe versehen. Jetzt einfach mal eine Farbmarkierung hinzugeben. Jetzt ist nur die Frage, wo kann ich das Ganze jetzt suchen? Weil jetzt habe ich zwar einen Favoriten, aber wie finde ich denn? Jetzt gibt es die Möglichkeit, hier bei diesem kleinen Pfeilchen versteckt sich einmal Ordner-Favoriten. Das heißt, dann kann ich nach den Favoritenfiltern oder wenn ich hier reingehe zu den Farbbeschriftungen, kann ich hier nach den Farbbeschriftungen filtern. Das heißt, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich will gerade mal überlegen, wie ich diese Farben in Zukunft einsetzen werde. Aber das erleuchtet wieder das Auffinden von Bildern. Und was auch noch spannend ist, ich kann jetzt bei diesem Farbmarkierungssatz kann ich dann sagen, okay, bei den Bildern habe ich Rot für Zeitraffer, Rot, also Gelb für Zeitraffer, Grün für HDR, Blau für Panorama und Violett habe ich für Prüfen, das heißt, wenn das Foto noch nicht fertig bearbeitet ist. Bei Ordner könnte ich jetzt eigene Kategorien schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos habe, die jetzt auf einen Fotokurs kommen und die ihr gemacht habt, dann schreibe ich hier mal einfach dazu Fotos Teilnehmer. Und wenn ich jetzt in meinen Madeira-Katalog gehe, jetzt muss ich natürlich hier die Suche
wieder aufheben. Und da habe ich zum Beispiel dann immer so einen Unterordner mit Teilnehmer. Und da kann ich sagen, okay, der bekommt jetzt die Farbe. Weißt du vielleicht, von welcher das ist? Die ist bei Andrea. Der bekommt jetzt die Farbe Fotos Teilnehmer. Jetzt kann ich dann später jederzeit, wenn ich sage, okay, jetzt möchte ich wissen, wo habe ich diese Bilder gespeichert, kann ich es dann hier nach den Ordnerbeschriftungen einfach abfragen. Und genauso geht das mit den Sammlungen. Also mit den Sammlungen kann ich das genauso machen. Das wäre der Lightroom-Tipp für heute. Und somit sind wir auch am Ende. Ich sage mal danke fürs Mitmachen, aber noch ganz was Wichtiges. Ich möchte mir noch das Programm für nächste Woche ankündigen. Da haben wir uns nämlich was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar werden wir uns mit dem Schwerpunkt Fotografie trifft Malerei beschäftigen. Und als Gast wird mein Bruder Peter aus London zugeschaltet sein, der sich jetzt seit über 10 Jahren mit Malerei beschäftigt. Und wir werden gemeinsam analysieren die Gemeinsamkeiten zwischen Fotografie und Malerei. Wo kann man jeweils vom anderen lernen? Und der Oliver wird dazu ein bisschen was auch passend Photoshop zum Thema Pinselspitzen vorbereiten. Dann sage ich einmal herzlichen Dank heute fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke.